Jules Verne Reise nach dem Mittelpunkt der Erde gelesen von Maetor. 19. Kapitel Auf dem Irrweg Am folgenden Tag, dienstags 30. Juni um 6 Uhr, setzten wir die Reise fort. Wir folgten stets der Lavagalerie, welche in mäßigem Fall abwärts führte, wie die geneigten Flächen, die noch in manchen alten Häusern sich anstelle der Treppen finden. So ging's bis 12 Uhr 17 Minuten, als wir Hans, der stehen geblieben war, einholten. Ah, rief mein Oheim aus, da sind wir ja am Ende des Ganges. Ich sah mich um. Wir befanden uns mitten auf einem Kreuzweg, wo zwei Wege mündeten, beide düster und enge. Welchen sollten wir einschlagen? Mein Oheim, welcher vor mir und dem Führer nicht den Anschein haben wollte, als schwanke er, bezeichnete den östlichen Tunnel, und alsbald gingen wir in denselben hinein. Übrigens würde jede Unschlüssigkeit bezüglich dieses Weges sehr lange gedauert haben. Denn es war kein Anzeichen vorhanden, welches die Wahl des einen oder des anderen bestimmen konnte. Wir mussten uns ganz dem Zufall anheim geben. Diese neue Galerie hatte kaum merkbaren Fall und sehr ungleichen Durchschnitt. Mitunter hatten wir eine Reihe von Gewölbebogen vor uns, die dem Nebenschiff einer gotischen Kathedrale glichen. Die Baukünstler des Mittelalters hätten da alle Formen der religiösen Architektur, welche aus dem Spitzbogen sich entwickelt hat, studieren können. Eine Meile weiter hatten wir unter den gedrückten Bogen des romanischen Stils den Kopf zu beugen, und mächtige Pfeiler in den Grundmauern stützten die Gewölbe mit ihren Unterlagen. An manchen Stellen sah man statt ihrer niedrige Unterbauten, die den Werken der Biber glichen, und wir glitten durch enge Gänge kriechend hinab. Die Wärme hielt sich stets auf einem erträglichen Höhegrad, Unwillkürlich verglich ich damit, wie unendlich stark dieselbe gewesen, als die vom Snaffields ausgeworfenen Lavaströme auf diesem jetzt so ruhigen Weg durchbrachen. Ich dachte mir, wie an den Ecken der Galerie die Feuerströme sich brachen und in diesem engen Raum die übermäßig heißen Dämpfe sich häuften. Wenn es nur, dachte ich, dem alten Vulkan nicht wieder einfällt, loszubrechen. Gegen meinen Oheim sprach ich diesen Gedanken nicht aus. Er hätte ihn nicht begriffen. Sein einziger Gedanke war vorwärts dringen. Er ging, rutschte, purzelte mit einer Überzeugung, die man doch bewundern musste. Um sechs Uhr abends waren wir, wenig ermüdet, zwei Meilen südlich vorwärts gekommen, aber in die Tiefe kaum eine Viertelmeile. Mein Oheim gab das Zeichen zum Ausruhen. Wir aßen, ohne viel zu reden und schliefen, ohne uns allzu viel Gedanken zu machen. Unsere Einrichtung für die Nacht war sehr einfach. Unser ganzes Bett bestand in einer Reisedecke, womit man sich umhüllte. Wir hatten weder Kälte noch Belästigung durch einen Besuch zu fürchten. In den Wüsten Afrikas, in den Waldungen der neuen Welt sind die Reisenden genötigt, während des Schlafs sich einander wache zu halten. Hier dagegen vollständige Einsamkeit, vollkommene Sicherheit. Weder wilde noch reißende Tiere waren zu fürchten. Den anderen Morgen setzten wir frisch und rüstig die Reise fort. Wir hatten denselben Lavagrund wie tags zuvor. Die Beschaffenheit des Erdreichs, welches sie umgab, war unmöglich zu erkennen. Der Tunnel aber zog sich nicht mehr tiefer hinab, sondern ward allmählich ganz horizontal, ja ich glaubte zu bemerken, er führe wieder aufwärts der Erdoberfläche zu. Gegen zehn Uhr vormittags zeigte sich dies ganz offenbar. Das Gehen wurde ermüdend, und ich musste schon meinen Schritt mäßigen. Nun, Axel, sagte der Professor ungeduldig, nun, ich kann nicht rascher, erwiderte ich. Wie? Nach drei Stunden auf einem so leichten Weg. Leicht will ich nicht in Abrede stellen, aber doch ermüdend. Wie? Wir gehen ja nur abwärts. Aufwärts, erlauben Sie. Aufwärts, sagte mein Oheim und zuckte die Achseln. Allerdings, seit einer halben Stunde hat sich die Neigung des Weges geändert, und wenn's so fortgeht, kommen wir sicherlich wieder auf die Oberfläche. Der Professor schüttelte den Kopf, da er sich nicht überzeugen lassen wollte. Ich brachte von neuem die Rede darauf, er gab mir aber keine Antwort. Ich sah wohl, dass sein Schweigen nur von übler Laune herrührte. Inzwischen hatte ich meinen Bündel wieder auf den Rücken genommen und folgte eilig Hans nach, der vor meinem Ohrheim herging. Es war mir darum zu tun, dass ich nicht zurückblieb, und meine Hauptsorge war, dass ich meine Gefährten nicht aus den Augen verlöre. Ich schauderte bei dem Gedanken, dass ich mich in den Tiefen dieses Labyrinths verirren könne. Übrigens, wenn der nun aufwärts führende Weg ermüdender war, so tröstete ich mich darüber mit dem Gedanken, dass uns derselbe der Erdoberfläche näher brachte. Darin lag eine Hoffnung. Jeder Schritt bestätigte es, und ich erquickte mich schon bei dem Gedanken, mein liebes Gretchen wiederzusehen. Zur Mittagszeit gewährten die Wände der Galerie einen anderen Anblick. Ich merkte es an der schwächeren Rückstrahlung des elektrischen Lichts. Anstelle der Lavaverkleidung trat jetzt das lebendige Gestein. Der Grundstock bestand aus geneigten, oft vertikal geordneten Schichten. Wir befanden uns mitten in der Übergangsepoche, in der silurischen Periode. Es ist augenscheinlich klar, rief ich aus. Der Schiefer, der Kalk und der Sandstein entstanden in der zweiten Epoche der Erdbildung aus dem Niederschlag der Gewässer. Wir kehren jetzt dem Granitkern den Rücken. Wir machen's jetzt wie die Hamburger, welche über Hannover nach Lübeck reisen wollen. Ich hätte meine Beobachtungen für mich behalten sollen, aber meine Anlage zum Geologen überwog die Klugheit, und Onkel Lidenbrock hörte meine Ausrufungen. Was hast du denn vor? sprach er. Sehen Sie, erwiderte ich und zeigte ihm die abwechselnde Reihe des Sand und Kalksteins und der ersten Spuren des Schieferbodens. Nun, wir sind in die Periode gekommen, in welcher die ersten Pflanzen und Tiere zum Vorschein kamen. So, meinst du? Aber schauen Sie nur, untersuchen, beobachten Sie. Ich nötigte den Professor, seine Lampe an die Wände der Galerie zu halten. Ich versah mich seinerseits eines Ausrufs, aber er sagte kein Wort, ging schweigend seines Weges weiter. Hat er mich verstanden oder nicht? Wollte er aus Eigenliebe des Oheims und des Gelehrten nicht zugeben, dass er sich geirrt habe, indem er den östlichen Tunnel wählte, oder hatte er sich vorgenommen, diesen Gang bis an sein Ende zu verfolgen? Es lag klar, dass wir aus dem durch die Larven ziehenden Weg herausgekommen waren und dass dieser Weg unmöglich zum Herd des Sneffils führen konnte. Doch fragte ich mich, ob ich nicht dieser Änderung des Bodens eine zu große Bedeutung beigelegt habe. Habe ich mich nicht selbst geirrt? Wandern wir wirklich durch diese Schichten von Gestein, welches über dem Granitgerippe liegt? Habe ich recht? Dachte ich. So muss ich einige Trümmer von Urpflanzen finden, und man hat sich wohl an den Augenschein zu wenden. So wollen wir suchen. Ehe ich hundert Schritte machte, boten sich meinen Augen unverwerfliche Beweise dar. Das musste wohl der Fall sein, denn in der Silurischen Epoche befanden sich in den Meeren über 1500 Arten von Pflanzen oder Tieren. Meine Füße, die bisher harten Lavaboden unter sich gehabt, traten nun plötzlich auf einen Staub aus Pflanzenresten und Muscheln. An den Wänden sah man deutlich Abdrücke von Meergräsern und Lykopodien. Der Professor Lidenbrock konnte nun unmöglich mehr irren. Aber er schloss die Augen, denke ich, und schritt unabänderlich weiter. Es war das ein Eigensinn über alle Grenzen. Jetzt hielt ich mich nicht länger zurück. Ich nahm eine vollkommen wohlerhaltende Muschel, die einem Tier angehört hatte, das ungefähr einer jetzigen Assel glich. Darauf ging ich zu meinem Oheim und sagte zu ihm, Sehen Sie! Nun, erwiderte er ruhig. Es ist die Muschel eines Tiers von der jetzt verschwundenen Gattung der Trilobiten. Weiter nichts. Aber folgern Sie nicht daraus? Was du folgerst? Jawohl. Wir sind aus der Schichte des Granits und der Lava herausgekommen. Möglich, dass ich irre. Aber ich bin nicht eher von meinem Irrtum überzeugt, als wir bis ans Ende dieser Galerie gekommen sind. Sie verfahren mit Recht so, lieber Oheim, und ich würde Ihnen Beifall geben, hätten wir nicht eine immer mehr drohende Gefahr zu fürchten gehabt. Und welche? Wassermangel. Nun, wir werden uns auf Rationen setzen, Axel.